Hallo und herzlich willkommen zu Gut getrunken mit Titus Probst. Heute gibt es das Getränk Shalgam Soju. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Schon länger her, dass ich mir sagen habe lassen, wie es heißt. Aber ja, die türkische Community und auch die österreichische hat sich das natürlich gewünscht, dieses Getränk. Ein altes Traditionsgetränk, wie es selten sonst vorzufinden ist im heutigen Markt. Ja, was gibt es zum Sagen zu diesem Getränk? Es ist ein schwarzes Karottengetränk, sofern ich das richtig verstanden habe. Die schwarze Karotte kenne ich nicht, aber wie man sieht, sie färbt anscheinend rot. Was gibt es sonst zum Sagen? Die ganzen Geschichten da, das ist einmal in mild und einmal in scharf. So wird es auch üblich bei den Shalgam-Händlern in der Türkei, steht es so zur Verfügung. Man trinkt es üblicherweise zum Raki dazu und zu deftigem Essen. Es soll sehr interessant schmecken. Ich habe nur kurz gelesen, salzig, scharf. Ja, und es wird durch Fermentation gewonnen. Man schneidet die Rüben, also die schwarzen Karotten klein und Kichererbsen, Knoblauch und so Zeug. Und dann wird es mit Milchsäure sowie Sauerkraut vergärt. Ja, und dann, wenn es vergärt ist, nimmt man Safterl, was übrig bleibt vom Vergären. Ihr kennt es vielleicht vom Sauerkraut, wenn unten so ein bisschen feucht ist. Dann nimmt man das und dann trinkt man das. Also, ich sage euch was, es ist genau mein Getränk. Weil ihr wisst ja, ich liebe ja Sauerkraut und alles andere, was fermentiert ist. Na gut, dann gehen wir zum Testen über. Ich zeige euch nochmal die Flaschen etwas näher. Hier einmal das Milde. Und da sieht man auch schön die Farbe, wie sie wirkt. Und einmal das Scharfe. Das Scharfe lassen wir jetzt mal beiseite. Ich habe da nicht so Lust auf scharf. Deswegen, ich schüttel vorher. Eben Raki habe ich jetzt keinen da, weil ich jetzt zurzeit nicht trinke. Aber das, es steht auch so im Internet, man soll es aus dem Glas trinken. Aber ja, ich schätze mal, dadurch man das so im Supermarkt kaufen kann für unterwegs, ist es genau das Richtige für mich. Ich rieche mal. Es riecht ein bisschen wie ein gesunder Drink von Hip. So Karottensaft für die Kinder, weil es gesund ist. Und ganz im Ernst, ich finde, es riecht gut. Ja? Denn ich mag Karottensaft. Immer schon. Gut, dann lassen wir uns mal kosten. Wow! Weißt du, schier. Also, boah, das ist extrem salzig, extrem sauer. Keine Ahnung, ganz weird. Und der Geschmack, es ist sehr salzig. Ich sag mal danke an die Empfehlung. Und ich werde, glaube ich, noch das Scharfe kosten, weil ich wissen will, wie scharf es ist, natürlich. Stellen wir mal da so her. Na so, wie schnell. Wechsel aber aus. So, zack. Ja, Lebensmittel sind wertvoll, sagt man immer. Ob das da auch zutrifft. Ich mag es gar nicht nochmal kosten. Die Leute haben mich schon vorgewarnt, dass es absolut nicht meins ist. Ich mag ja fermentierte Sachen so gern. Riecht ganz gleich, aber es sticht jetzt schon in der Nase. Ja, ich merke jetzt keinen Unterschied. Okay, doch, jetzt ist es scharf, aber auch nicht wirklich scharf. Also, kann auch ein Österreicher, der gerne scharf isst, trinken. Na gut, dann möchte ich mich von euch verabschieden und danke für den guten Vorschlag. Man sieht hier habe ich einen kräftigen Schluck genommen, hier nur mehr genippt. So gut hat mir das Getränk geschmeckt. Zum Kaufen gibt es das meistens beim türkischen Lebensmittelladen oder beim türkischen Bäcker.
Ich habe es gleich bei mir um die Ecke gekauft. Und ja, viel Spaß weiterhin in Istanbul.